Den Ausbau werden wir glücklicherweise später machen müssen. Das war jetzt anders geplant. Das war da oben geplant. Dieser Pilottunnel wird erstmal jetzt durchgezogen. Ganze Weile. Da haben wir Eisen. Bis wir eine geeignete Stelle haben, um hochzugehen. Das dauert mal wieder. Ach ja, ihr seht ja nichts. Ja, doch, ist schon recht lang. Ich höre Wasser fließen. Das war ein Schaf. Da ist irgendwo Lava. Das heißt, wir könnten an diesem Berg sein, wo Lava runterfließt. Das war unsere letzte Fackel. Das heißt, wir brauchen erstmal neue Fackeln. Na gut. In meinen anderen Welten habe ich so einen langen Tunnel gesprengt. Da hatte ich auch schon eine ganze Weile schon einen Häcksler. Vernünftigen. Der hat jetzt so einen Pilottunnel gegraben und den Rest des Tunnels, den ich brauche, rausgesprengt. Aber hier geht das ja nicht. Irgendwie. Ah, doch. Ist schon nicht schlecht Länge. Von der Länge her. So, wenn wir noch drei Fackeln über haben, gucke ich mal nach oben, ob wir da irgendwo einen netten Ausgang finden. Einen netten Ausgang, ja schon. Ob wir schon hochgehen können. Ich brauche nicht mal suchen. Da kommt gerade Sand. Das bedeutet, hier ist wieder Wasser. Und es ist Tag draußen. Wir sind hier. Wie sieht's aus? Ja, am liebsten würde ich nach diesem Berg hochkommen. Dazu muss ich aber erstmal wissen, wo ich bin. Am Tunnel. Auf welcher Linie ich arbeite. Da auf der Linie bin ich. Passt das?
Ja, passt. Das ist die Linie. Das heißt, wir werden jetzt die Linie erstmal fortführen. Zack, 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 zack. Die werden wir auf dem Rückweg natürlich dann abreißen. So, jetzt werden wir auf den Berg gehen, von oben das Ganze einer Linie betrachten. So. Passt das? Nein, das müsste die Linie sein. Zack, zack. Die ist es nicht. Müsste also die Linie hier sein. Zack, 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 aua. Ja, eine Linie. Au. So, hier möchte ich rauskommen. Ungefähr hier. Ja, hier sieht gut aus. Dazu werden wir jetzt hier ein bisschen den Untergrund buddeln. Kohle, wir haben erstmal alles liegen lassen. Und klasse. Unterirdischen See entdeckt. Wahrscheinlich mit kompletter Höhle dran. Kohle habe ich noch. Notfalls baue ich welche ab. Holz. 16. So. Wie tief ich muss, weiß ich nicht. Deswegen werde ich hier relativ tief buddeln. Was habe ich denn hier gemacht? Komme ich ja gar nicht hoch. Also irgendwann werde ich auf diesen Schacht treffen, hoffe ich jedenfalls. Man könnte natürlich jetzt über Koordinatensysteme das Ganze machen. Aber jetzt muss ich wieder die Taste drücken, wo das Heat bekannt gegeben wird. Und das möchte ich nicht. Das sollte hoffentlich reichen von der Tiefe her. So, die stehen in einer Flucht. Wenn ich jetzt natürlich die falsche Flucht erwische, dann haben wir natürlich ein Problem. Au. Au. Naja, gut. Sind auf jeden Fall noch einige Meter, die wir da buddeln müssen.
jeden Fall wir die Steine schön auf eine Flucht gesetzt. Jetzt heißt es auch hoffen, dass ich den Rest auf eine Flucht habe. Ja. Und unten. Eisen. Weiter buddeln. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier sauber durchkommen. Da wir nicht genug Schienen und Gold haben für die Booster-Schienen, werde ich diesen Tunnel nach und nach erweitern. Je nachdem, wie wir gerade Material haben. Es ist einfach nur wichtig, dass wir den Pilottunnel schon mal fertig haben. Und dann weiß ich nämlich, dass ich am Ziel ankomme. Wenn ich jetzt den Tunnel ausbauen würde, ich müsste dann irgendwie das Ganze ausgleichen. Zum Motto links rum, rechts rum, weil ich nicht da auskomme, wo ich hin möchte. Ist das schon ein bisschen doof. Wie jetzt zum Beispiel, jetzt weiß ich, dass ich irgendwo unter der Wüste bin. Wüsste ich das jetzt natürlich nicht, würde ich irgendwo in der Wüste rauskommen. Vielleicht an so einem unschönen Ort mittendrin, den man so sieht. So ist es schön, wenn ich hinterm Berg rauskomme. Dann kann man von da einen schönen Tunneleingang bauen. Und von dort aus dann halt die oberirdische Trasse basteln. Und jetzt stoßen wir doch relativ auf sehr viel Erze, also Ressourcen. Oh man, gehen hier Schienen drauf für. Das weiß ich jetzt schon. Das Problem wird aber eher das Gold sein, nicht das Eisen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt wirklich einen Tunnel so tief gebuddelt habe, dass ich nicht jetzt ins, so gesehen ins leere buddel. Auf einer Linie sitzt da, das habe ich festgestellt. Oh, schön lang. Und weiter. Gleich geht die Spitzhacke hops. Das war es auch schon. Aber wir haben ja noch ein paar. Fackel. Ich kann nur hoffen, dass ich einen wirklich hier so tief genug gebaut habe. Und wieder Stein. Da ist Eisen und Kohle. Aber wie schon gesagt, das lassen wir erstmal liegen. Noch mehr Eisen. Gravel. Also Kies. Tropft hier irgendwo was? Nein. Mann, sind hier Ressourcen. Und da ist auch der Tunnel. Na gut, den habe ich ein bisschen zu tief gebaut.
Macht aber nichts. Kann man auffüllen. Dass sie hier nicht Probleme macht. Weil wirklich brauchen tun wir den nicht. So. Zack, 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 zack. Halt. Der Zack ist auch da bleiben. So, auf dem Rückweg nehmen wir jetzt die Ressourcen mit. So. Jetzt entdeckt euch wahrscheinlich, wieso macht der Knabe jetzt hier das Ding wieder zu. Das ist das Gleisbett. Zack, 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 zack. In dieses Gleisbett oder auf dieses Gleisbett kommen dann später die Gleise. Komm schon. Das hat wirklich nichts anderes zu tun. Den Pilottunnel habe ich halt gebuddelt, um mein Ziel zu erreichen. Ausgebaut wird er später halt. Ungefähr auf die gleiche Weise, wie ich den anderen ausgebaut habe. So, die kommt auch gleich weg. Hier gibt es ja wirklich wieder viele Kohle. Extrem viel Kohle. Dann machen wir da erstmal eine Fackel hin. Hier auch. Damit. Ah, wirklich wieder extrem viel Kohle. Noch mehr Kohle. So, zumachen tue ich später. Erstmal kommen da jetzt noch Fackeln rein. So. Gut. Falls ich oberhalb jetzt irgendwas übersehe, das spielt eigentlich keine Rolle. Weil das werde ich spätestens beim Ausbau bekommen. Ich Tunnel größer mache. Das wollte ich jetzt eigentlich komplett zu haben in dem Moment. Kohle. Ja. So, und weiter. Die hängt zu tief. Die kommt höher. Eigentlich kann die sogar schon dahin. Schade, dass wir auf dieser Ebene kein Gold finden. Ansonsten wäre so ein Bau relativ einfach. So, da muss Cleanstone hin, also geht's so weiter. Eisen. Den kann man so zumachen und schon mal weitermachen. Noch mehr Eisen. Machen wir mal so. Oder? Machen wir es gleich so. Ist irgendwo wieder Lava. Noch irgendwas? Nein. Kohle. Viel Kohle. Die wir natürlich alle mitnehmen.
So, das können wir wieder zumachen. Das. Das muss anders zugemacht werden. So. Kohle. Halt, da geht's los. Hier ist irgendwo Lava. Also aufpassen und runtergraben. Gut. Kann man zumachen. Und weiterbauen. Noch mehr Kohle. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch einiges mehr Kohle finden werden in der Zukunft. Noch um einiges mehr Eisen. Halt, da habe ich was übersehen. So, da da Wasser ist, machen wir da mal die Fackel weg und machen wir da hin. Und es regnet draußen. So. So, zack, zack, zack. Und weiter geht's. Da sind sie. Ja, ein bisschen haben wir noch. Gut. Und den nächsten Stack. Halt. Fackeln sind teuer. Da ist Kohle. Ich hasse sowas. Gut. Auf jeden Fall sollten wir gleich wieder also einiges an Kohle haben. Das war die Spitzhacke. Einen haben wir noch. Wieso habe ich die Kohle nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Egal. Aber wir machen es wieder zu. Da ist noch Kohle. Da ist noch wertvolle Kohle. Kommt noch mit. Da ist noch mehr Kohle. Oh. So, und zumachen. Das. Zack, zack. Zack, zack, zack. Da muss Cleanstone hin. Da aber nicht. Gut. 5 Schienen habe ich. 1, 2, 3, 4. Einen haben wir noch. Gut, haben wir es auch schon mal geklärt. Das auch. Und Nummer 5. Gut. Pilottunnel ist gegraben. Wir haben einen Haufen Ressourcen wieder zusammen. Jetzt wird immer was gegessen. Und dann werden die Ressourcen erstmal abgeladen. Ach da, Ressourcen abladen, genau. Die Kohle, das ist Eisen. Erde da rein. Holz, Schwert, Eisen, Kohle. Das da rein. Das da rein.
Gut. Das hier rein, das hier rein, das hier rein. Das kommt mit. 40, das passt da rein, das kommt mit. Gehen wir hier nochmal runter. Jetzt machen wir ein paar Schönheitsreparaturen. Und zack, zack. Zack, zack. Ne, das sieht nicht aus. Der muss weg. Zack. So. Hier waren irgendwo noch welche. Genau. So, da noch. Oh, egal. Zack, 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 zack. Zack. Na komm schon. So. Dann prügeln wir hier mal den Gravier raus. Und machen hier Cleanstone rein. Sieht doch mal einiges schicker aus jetzt. Zack, zack. Zack, zack. So, da haben wir noch mehr Gravier, der weg kann. Zack, zack, zack. Zack, zack. Die Fackeln wieder jemand. Ja, doch, das sieht doch schon mal wieder besser aus. Das kommt. Das gehört so. Habe ich nicht mit. Gut. Habe ich abgeladen. Hier war irgendwo noch was. Genau. Es regnet wieder. Der nicht. Oh. Da rein. So. So. Und ist zu. So, so, so. So, so, so. Und so. Hier machen wir auch noch zu. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir noch ein paar. So, da rein. 7 haben wir noch. Die Decke würde ich am liebsten rausschmeißen. Die Erddecke da oben. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Also nicht jetzt. Gut, das geht alles wieder. Das machen wir mal zu. Sehr schön. Gut. Jetzt legen wir die Klamotten erstmal wieder ab. Und dann geht es wieder Richtung Mine. Wir haben nämlich kein... Ja, sag schon. Kein Gold mehr. Das Gold bleibt einmal hier. Da hinten geht es zur Mine.